Ja, und der Sturm, der zieht einfach nicht vorbei. Akustisch wird er sogar noch doller, wenn er mich fragt. Und interessanterweise, muss ich mal ganz kurz sagen, ich habe ja, ich denke in einer der vorigen Folgen war es, gesagt, dass ich in dieser Aufnahmesession mal den Task Manager absichtlicherweise offen habe. Und mittlerweile ist der Arbeitsspeicherverbrauch von, ich glaube, er hatte vorhin noch 6,1 GB mit allen Programmen, die eventuell noch im Hintergrund liefen und laufen, also mit Aufnahmesoftware und so weiter und so fort, ist nach oben geklettert. Jetzt liegen wir schon bei 7,1. Also ich kann mir vorstellen, dass das Programm bei älteren Spielesystemen, die noch mit 8 GB Speicher unter Umständen funktionieren, irgendwann vollläuft. Genauso. Eine lebende Ananas. Die benennen wir um. Wo ist sie denn? Wo ist die lebende Ananas? Da. So. Die muss ich umbenennen. Das ist eine lebende Ananas. Ich hoffe, die wird so geschrieben. Ist egal. Nehmen wir einfach. Wenn ich jetzt so, bin ich so begeistert, dass ich sowas gefunden habe. Ja. Bisschen blöd ist, dass man, ja, ein bisschen blöd ist, dass man nicht sieht, welchen Modus die Waffe gerade hat. Und wir haben noch ein Aufprallschaden-Sigma-Schema gefunden. Schüsse des Blitzwerfers verursachen beim Einschlag zusätzlichen physischen Schaden. Das klingt gut. So, Schild ist auf Maximum. Und was ich mich frage, wenn das hier ein Wohnbereich für irgendeine Lebensform sein soll. Wo schläft die? Ich habe hier noch kein Bett gefunden. So, Kühlung Tau, die Abklingzeit der Protonenkanone werden erheblich reduziert. Auch nicht übel. Hier ist noch ein bisschen Geld, ne? Ja, 1450 Credits. Erste Hilfe, die Gesundheit ist auch wieder auf Maximum. Und dieses verlassene Gebäude hier ist, glaube ich, damit auch abgeschlossen. Ich könnte jetzt hier nochmal Überbrückungsschips bauen. So. Ich weiß gar nicht. Genau, aber wir bräuchten halt, nein, das war falsch. Überbrückungsschips, ich mach mal wieder 4 Stück. So. Dann können wir nämlich alles einmal aktivieren. Und dann suchen wir mal nach Monolithen. Und wie ich sehe, gibt es auch wirklich noch einen auf dem Planeten. Dann haben wir noch die Suche nach Außenposten. Dürfte ja eigentlich keine geben. Habe ich ja schon gesucht. Aber es gibt noch eine Fabrik. Weit, weit weg. Okay. Dann. Was haben wir noch so Schönes? Übertragung. Da hinten ist ein Unterschlupf. Dann kann er ja eventuell ein Händler sein. Sind ja Übertragungen. Jetzt suchen wir nochmal direkt nach dem Unterschlupf. Ah ja. Okay. Was nehmen wir hier mit? Na, wir nehmen mit die Erkenntnis, in jede Himmelsrichtung gibt es eine Sache, die wir aufspüren können. Das ist einerseits sehr interessant, andererseits natürlich
Ja, wieder der falsche Modus. Moment. Andererseits natürlich nicht ganz so schön. Denn damit werden die Reisewege natürlich wesentlich weiter. Aber was sein muss, muss sein. Wir fliegen erstmal zum Monolithen, der irgendwo da hinten ist. Ich hoffe nicht schon wieder unter Wasser. Das wäre nämlich mehr als ärgerlich. Aber nein, dieser Monolith ist doch wirklich an Land. Wenn ich jetzt wüsste, wo an Land. Ach, da. Nett. Na dann gucken wir uns das Ganze mal an. Gut, das sind irgendwelche Pflanzen. Ich habe das Vy'keen-Wort für Vy'keen gelernt. Und hier hinten bekomme ich das Wort Älteste. Genauso wie das Wort für Krieger. Und mit diesem bisschen Verständnis der Vy'keen-Sprache klettere ich nach oben und aktiviere den Monolithen. Das Vermächtnis von Noloriatu Fekt. Vy'keen Älteste. Ich lege meine Handfläche auf den Monolithen und gehe dann einen Schritt zurück, als er darauf zu schmelzen beginnt. Geschmolzener Fels tropft von dem Stein und enthüllt einen hohlen Innenraum. Im Inneren sehe ich unvorstellbare Reichtümer, uralte Technologien und andere Dinge, die mir bei meinen Reisen behilflich sein könnten. Es tropft immer mehr Lava herunter und das Bauwerk scheint instabil zu werden. Aber die nützliche Ausrüstung ist in Reichweite. Plötzlich erschüttert die Stimme eines uralten Stamms den Boden, auf dem ich stehe. Ich trete zurück. Der uralte Krieger, die einst beteten, preisen mich für meinen erwiesenen Respekt. Gesundheit ist auf Maximum. Das Ansehen bei Vy'keen hat sich verbessert. Und ich habe Miterleben als Wort gelernt. Aha. Und Vy'keen Bildnis. Eine kleine hölzerne Figur, die die Form einer Wächterdrohne hat. Mit ihr versetzten sich Krieger in einen tranceähnlichen Zustand, in dem sie ihr Verlangen nach Schlaf verlieren. Ich weiß zwar nicht, wofür wir das brauchen, aber ich danke dir, große mysteriöse Kugel mit Lichtblitz. Es war sehr unterhaltsam, mit dir zu reden. Oder so in der Art. Ja, okay. So. Weiter geht's. Die Startdüsen sind dann auf Null. Das muss ich mir merken, weil dann komme ich nämlich nicht mehr hier weg. Was ja ein wenig blöd ist. So. Ein Unterschlupf. Fliegen wir erstmal zum Unterschlupf. Oh, der gleich hier ist. Moment. Habe ihn gefunden. Ich parke das Raumschiff hinter dem Baum. Merkt euch, wo wir parken. Na? Dann finden wir es hoffentlich auch bald mal wieder. Das ist doof. Uns fehlt mal wieder Plutonium. Da hätte ich in die Höhen gehen sollen. Vielleicht hätte ich da mehr Plutonium gefunden. Ich meine, hier gibt es ein bisschen. Wirklich viel ist es nicht. Aber wir kommen damit hoffentlich zumindest wieder einmal von dem Planeten weg. Hier hätten wir Kupfer in rauen Mengen. Doch, da hinten ist noch Plutonium. Holen wir uns. Oh, sogar viel. Also in der Relation. Super. Ich bin nicht da, du blöde Drohne. Hast mich nicht gesehen.
bin mir ziemlich sicher, dass sie mich nicht gesehen hat. Und ich frage mich, ob hier jetzt jemand wohnt. Wenn ja, wo? Wenn ja, wo denn bitte? Also hier schon mal nicht. Hier scheint auch nichts zu sein. Schade. Hier hat jemand nicht aufgeräumt. Aber wir kriegen den Rückstoßstabilisator Sigma. Das ist super. Wir nehmen auch ein bisschen Geld einfach mal mit. Gehört uns zwar nicht unbedingt, aber ist egal. Hat ja keiner gesagt, dass er es vermissen würde. Und ich bin mir gerade nicht sicher. Ja, ich bin mir wirklich gerade nicht sicher, wo ich hier bin. Oder was das hier für ein Ort ist. Gut, also hier ist schon mal der Speicherpunkt. Die Ektallichtung. Wir haben sie erreicht. Wir haben Oxid gefunden. Was? Das Inventar ist mal wieder voll. Das ist ja wunderbar. Oder auch nicht. So. Warum habe ich eigentlich... Ist Plutonium hier bei mir? Ja. So, das kann man ins Schiff. So. Dann gucken wir mal. Also, wir haben noch ein Gragra und einen Energiespeicherkanister gefunden. Das ist gut. Aber ich frage mich gerade, wie ich in diese große, große, große Fabrik reinkomme, wo hier der Eingang ist. Da hinten könnte man das Schiff nochmal rufen. Ich habe was fauchen gehört gerade, aber ich weiß nicht wo. Ist hier ein Terminal? Kann ich? Nee, kann ich nicht. Ich kann hier nichts benutzen. Und natürlich ist mal wieder mein Inventar voll. Deswegen gucken wir mal. Er macht keinen echten Sinn. Hyperantrieb kann ich nicht aufladen. Schubdüsen könnte ich... Na gut, komm. So. Haben wir. Dann wird... Was? Was? Oh. Das ist blöd. Dann nehme ich mal das Eisen weg. Das haben wir nämlich noch vollkommen dabei. Kupfer weiß ich gerade nicht. So. Okay. Machen wir es so. Ist nicht optimal. Ich suche ja immer noch einen Händler. Aber ich glaube, hier komme ich gar nicht rein. Also es gibt hier noch einen Ort. Also hier gibt es sowas wie eine Tür. Ja, da gibt es eine Tür. Und dann gucken wir mal. Nein. Eine merkwürdig grimmige Kreatur sieht mich an. Sie hört sich nicht freundlich an. Captain Michu nennt sie sich. Und sie möchte mit mir reden. Eindringling. Krieger. Die Nasenlöcher des Kriegers lodern, als ich mich ihm näher. Er holt tief Luft und bellt etwas heraus, was eine Warnung sein könnte. Eilig zeige ich ihm, dass ich friedliche Absichten habe und nicht viel über ihn oder seine Sprache weiß. Er denkt einen Augenblick nach, packt daraufhin mein Multiwerkzeug und bellt mir dabei wieder mit reichlich Spucke ins Visier. Er deutet auf den Anzeiger, der verrät, welche Elemente ich bei mir habe. Ich tue mein Bestes, um die Ruhe zu bewahren. Ich kann ihm nur Isotop geben. Der Krieger gibt mir einen Technologiebauplan und bringt mir die Sprache seines Volkes bei. Ich habe Ersetzen gelernt und eine neue Technologie. Jetpack Boost Sigma. Das Jetpack verfügt über verlängerte Schubdüsen, die dem Nutzer das Erreichen höherer gelegener Orte ermöglichen.
funktioniert automatisch nach dem Bau im Ecto-Anzug-Inventar des Nutzers zusätzlich zur bestehenden Jetpack-Einheit. Ja, toll. Belegt er dann schon wieder noch einen Inventarplatz. Und wir geben ihm Kunststoff. Und reden mit unserem neuen Freund. Vy'keen-Krieger-Eindringling. Ja, das ist doch mal ein herzlich willkommen. Das Nackenfell des Kriegers sträubt sich und er beginnt, sich in Erwartung meiner Bitte zu schütteln. Ich bemerke, dass seine Ahnen möglicherweise beleidigt sein würden, wenn ich zu weit gehe. Ich möchte daher ein Wort lernen. Der Krieger ist einverstanden und er bringt mir das Wort Stimme bei. Okay. Was haben wir hier? Eine neue Technologie. Kampfverstärker. Der Laserschaden ist erhöht. Sehr schön. Okay, also so sehen die Vy'keen aus. Ich meine, die Gag haben wir ja schon kennengelernt. Jetzt kennen wir auch die Vy'keen. Und ich vermute, hier unten komme ich nicht rein. Nein. Atlaspass der Stufe 2 benötigt. Gut, kann ich hier irgendwo was verkaufen? Ein vor langer Zeit aus einem Fernsystem gesendetes Signal erwartet meine Antwort. Über ein leeren Eingabefeld sind drei Zahlen zu sehen. Ich denke, ich weiß, was als nächstes kommt. 1702. 7021 02. Das ist immer 1 weitergerutscht, ne? Ja, die 1 ist jetzt hinten. Die 7 ist hinten. Dann wäre die 0 hinten. Und die 2 vorne. Ich entdecke einen Ort in den fernen Sternen. Okay. Und es war schon wieder die unterste Antwort. Ich frage mich ehrlich gesagt wirklich, ob, wenn man immer die unterste Variante nimmt, ob man dann praktisch auf der sichersten Seite liegt. Also, dass man hier gar nicht nachdenken muss. Man nimmt immer nur das, was ganz unten steht und gut ist. Und dann freut man sich darüber. So, und ich renne einmal ganz schnell zu meinem Raumschiff. Was für ein Wetter. Unangenehm. Deswegen fliege ich los und lasse den Außerirdischen außerirdisch sein. Ah, ich weiß nicht so richtig, aber wir haben da hinten noch eine Ruine. So, ich könnte jetzt den Jetpack-Boost bauen, aber ganz ehrlich, das nimmt doch alles nur Platz im Inventar weg und ich habe doch so schon keinen Platz. Das macht doch keinen Sinn. Das macht ehrlich gesagt keinen echten Sinn, wenn ich jetzt das Inventar vollpacke mit irgendwas. So ein Jetpack-Boost wäre schon was Schönes, ja. Also versteht mich nicht falsch. Aber trotzdem, solange das Inventar so klein ist, wozu habe ich eigentlich all die Baupläne? Also ich verstehe es ehrlich gesagt nicht. Und die Ruine ist unter Wasser. So, na dann gucken wir mal, dass wir auch noch die kriegen. So. Ja, das Wetter ist ja für einen Tauchgang ganz optimal. Aber unter Wasser dürfte, denke ich mal, nicht solche Probleme sein. Moment. Temperatur stabilisiert sich, genau. So, dann gucken wir doch mal. Das könnte interessant werden. Besonders, weil das relativ problematisch mit dem Sauerstoff wird. Und hier ist doch nichts. Hallo? Hallo? Also, bis auf eine interessante Flora und Fauna ist hier nichts. Ich schwimme wieder zurück.
bevor ich hier ertrinke. Und ich weiß nicht wieso, aber aus irgendeinem Grunde war da leider gar nichts. Okay, das war knapp. Ich gebe zu, das war gerade richtig schön knapp, aber andersherum. Es fehlt auch so ein bisschen die Orientierung im Wasser. Man sieht nicht, wo wirklich die Wasseroberfläche ist. Ich weiß nicht, ob das normal ist oder nicht. Also wie das jetzt ist sozusagen, wenn man wirklich taucht. Ich bin selbst noch nicht getaucht. Es kann sein, dass das wirklich so ist, aber für ein Spiel hätte ich mir doch gewünscht, dass man besser erkennen kann, wann man eben auftaucht und wann nicht. Ja, das hätte ich mir doch ein bisschen, ja, ich sag jetzt mal schöner von der Orientierung gewünscht, aber gut, kann man nicht ändern. Ist im Programm drin und ich vermute auch, man wird es im Programm nachher nicht mehr ändern, denn wir wissen ja, wie gesagt, nicht, was noch so als Updates hier kommen oder was nicht. Ich bin gespannt. Ich bin auch gespannt, was noch kostenlos erscheinen wird und was nicht. Und Moment bitte. Hä? Da war eben ein Sondersymbol. Nee, das ist hier irgendwie zu weit weg. Komm, das ist noch zu weit weg. Wir fliegen doch erstmal zu der Fabrik hier. Die ist nämlich dichter dran. Da lande ich dann nochmal und dann gucke ich mir die noch an. Ja, und ich denke, dann danach mache ich dann auch mal wieder eine kleine Aufnahmepause. Und ich vermute mal beim nächsten Mal, wenn ich dann das Spiel normal spiele, dann werde ich den Planeten auch verlassen und mir einen anderen angucken. Wie gesagt, ich muss mal gucken, wann ich es weiterspiele. Ich weiß noch nicht, ob ich sofort weiterspiele oder ob ich noch auf ein Update warte oder wie oder was. Also das wird sich dann in den nächsten paar Tagen zeigen. Ich mache das bei dem Programm so, dass ich nehme es dann auf, wenn ich Lust habe. Hallo? Ich blieb gerade in der Luft stehen. Was ist los? Ich habe keine Ahnung, was das gerade war, aber es war merkwürdig. Okay, ich gehe erstmal zum Speicherpunkt. Ja, und wie gesagt, ich nehme das Programm immer dann auf, wenn ich Lust drauf habe, so ein bisschen durch die Gegend zu laufen und irgendwas zu erkunden. Ich glaube, anders kann man das Spiel auch gar nicht spielen. Das Spiel kann man wirklich nur dann spielen, wenn man, ich sag mal, auf diese Art Spiel gerade Lust hat, wenn man was mit Story haben möchte oder mit dichter Atmosphäre oder so. Wobei, das Spiel hat ja eine Atmosphäre. Aber ihr wisst, wie ich das meine. Wenn man da eben, ja, irgendwas in Richtung, ich sag jetzt, eines Messeffektes Battlefield oder was weiß ich, erwartet, dann ja, muss man eben auch sowas spielen. Das ist es halt nicht. Und deswegen sagte ich ja schon, man muss bei dem Programm eindeutig in der richtigen, ja, Laune sein, um es zu spielen. Ansonsten macht das Spiel, denke ich, auch keinen echten Spaß. Ja, und das Spiel, das macht schon Spaß. Aber es ist halt eben so, es ist was Besonderes. Und jeder, der das spielen möchte oder auch jeder, der hier zusieht, der muss sich eben klar sein, dass das Spiel in der Art her, ich denke mal, jetzt nicht wirklich plötzlich ganz anders wird. Wir haben nochmal, wir haben hier den das Blitzwerfer-Magazin Tau habe ich noch gekriegt. Ja, und wie gesagt, also ich denke nicht, dass das Programm sich eben stark noch ändern wird. Es wird in der Art hier ähnlich bleiben, egal welchen Planeten wir finden. Höchstens eben, dass die Vegetation etwas anders aussieht oder die Kreaturen anders aussehen. Ich meine, so eine hüpfende Ananas oder sowas habe ich jetzt in keinem anderen Programm bisher gesehen. Und hier ist noch der Kurzsalvenadapter. Auch sehr schön. Na, komm. Und eine Maschine. Ein Laserscan bricht in meinem Visier und ein weiterer erkundet die Luft um den Auslass meines Atemgeräts. Mein Gaskonzentrationslevel entspricht nicht dem Kriegerstandard. Gasintensität mithilfe des Exoanzuges erhöhen oder reduzieren.
ich sage mal, es ist reduzieren. Ich gehe jetzt mal die These an, dass es immer die untere Option ist. Es war die obere Option. Und damit das allererste Mal, dass ich mich geirrt habe. Okay, ich kann hier nichts machen. Ihm wird zwar schlecht, aber ich kann nichts machen, was für mich bedeutet, ich mache jetzt wirklich das, was ich gerade gesagt habe. Ich habe noch eine Kreatur entdeckt. Super. Und das soll es für heute erstmal gewesen sein. Ich gehe hier hinten zu dem Speicherpunkt. Da speichere ich dann. Dann mache ich eine Aufnahmepause. Und wir sehen uns dann demnächst hier bei No Man's Sky vermutlich wieder. Und dann wird, wenn ich es wieder weiterspiele, der nächste Planet angegangen. Aber wie gesagt, ich weiß noch nicht so richtig, wann ich wieder Lust habe, es zu spielen. Wird sich dann zeigen. Bis dahin, macht's gut, danke fürs Zusehen und bis bald. Tschüss.